Servus und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Watch Dogs. So, wir haben gerade unsere kleine Schwester gerettet und müssen jetzt zu ihr auf die Schnelle. Habe ich da irgendwo ein Versteck in der Nähe, wo ich schnell hingehen kann? Nein, natürlich nicht. Der einzige Weg wäre, genau, machen wir Schnellreise. So, dann brauchen wir schnell wieder einen Wagen. Frag danach und du wirst es bekommen. Ja, der hat eindeutig zu viel Geschwindigkeit. So. Was machst du, wenn ich jetzt so rumfahre? Auf dem Schienensystem. Ach so, das klappt noch nicht einmal. Und wofür ist die Brücke? Mal ganz im Ernst, wofür ist die Brücke? Gut. Dann fahren wir jetzt so zu Niki. Jedes Mal gehe ich auf Viereck, weil ich denke, da ist die Handbremse. Ja, nee, Handbremse bei Watch Dogs ist Kreis. Ups, Ausfall verpasst. Entschuldigung. Habe ich jetzt viermal gesagt? Ja. Kostenlos parken ab jetzt. Ihr dürft überall kostenlos parken jetzt. Ich bin doch jetzt nicht bei Niki. Das ist nicht Nikis Haus. Geister der Vergangenheit. Ich habe mich so angestrengt, Niki von allem abzuschirmen. Und jetzt?
hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Komm jetzt! Okay. Wo muss ich hin? An alle Einheiten. Luftunterstützung ist unterwegs. Er muss hier sein. Wir starten weitere Suche. Over. Jax, halt den Kopf schön unten. Aiden, das sind Polizisten. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Liegen wir vor der Polizei? Die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um Damien. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Nicht. Oder? Du bist der Rächer. Das ist kompliziert. Wir sehen mal nördlich von eurer Position nach. Ich möchte da raus, bevor sie zu Fuß daherkommen. So. LF, Verdächtiger wieder im Blick. Wo? Over. Verstanden, wir weichen Verdächtiger aus der Flucht. Luftunterstützung auf dem Weg. Wir haben ihn aus den Augen verloren, er ist weg. Jax, halt den Kopf schön unten. So, wir nehmen die Seitenstraßen. Aiden, das sind Polizisten. An alle Einheiten. Ich weiß. Eine Hochleistungspatrouille. Warum fliehen wir vor der Polizei? Die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um dich. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Doch. Meinen guten Ruf. Du bist der Rächer. Das ist kompliziert. Dieser Dreckskerl wird uns nicht entwischen. Doch. Ich werde entwischen. Und ihr werdet es nicht kommen sehen. Also alles aus den Nachrichten, die Morde, May Stadium, das warst du? Oh Gott. Und seit ich weg bin, was hast du getan, um mich rauszuholen? Nur das, was ich musste. Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits auf. Pass auf! Alles gut. 948 Adam für Leitstelle. Wir fahren zurück. Gut, Flucht erfolgreich. Ihr könnt ruhig aussteigen. Wir sind da. Die suchen euch nicht mehr. Da müssen wir hin. Gab mal eine Eisdiele in der Nähe. 101 Flavors. Alles, was ich kenne, ist in Chicago, mein Zuhause. Und jetzt? Sollen wir von vorne anfangen? Ich dachte, die Dinge hätten sich geändert. Ich hoffte. Die Dinge werden sich ändern. Versprochen. Keine Versprechen mehr, Aiden. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von ihr fortbringen. Und was dann? Wir könnten den Staat verlassen und bei... Nein, sag's mir nicht. Sag es niemandem.
glaube, die sichere Lösung. Wenn es nicht einmal er weiß. Na, ja, schon ist das Auto wieder repariert. Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Schon okay, Jax. Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Weißt du noch, als wir Kinder waren? Und ich dir nachlief. Und du wolltest mich loswerden, aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht. Oder Hockey. Und deine Freunde waren eklig. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umsiehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Das ist eine traurige Geschichte. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Okay, Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Bei Jax. Ah, der hatte die ganze Zeit sein Fenster offen. Okay. Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem mal. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job? Mr. Quinn? Branks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn es sein muss. Sir, ja, Sir. Was Ach, haben Sie getan? Scheiße. Das geht Sie nichts an, Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Mhm. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Nikki wird nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Bist jetzt bald mal fertig mit deinen Eigenmemos? Der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl.
der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Gut. Nach der Eigenmemo werde ich jetzt auch wieder die Folge beenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.